Hallo, liebe Sportskameradinnen und Sportskameraden. Ich möchte euch ein schönes Ende des Jahres 2021 wünschen. Schöne Feiertage. Mögt ihr alle zur Ruhe kommen, mögt vernünftig miteinander umgehen. Und ja, kurz zu meinem Jahr, das war anders, als ich mir das vorgestellt habe. Mit meiner Blasenentzündung Anfang des Jahres, die nicht besser werden wollte. Aber das habe ich überwunden, konnte weiterlaufen, habe ein bisschen vorsichtiger gemacht und dann ging es auch so. Die Corona-Sache, die ist halt nun mal da. Da müssen wir mit zurechtkommen, müssen wir mit umgehen. Ich denke, auch das kriegen wir hin. Es wird wahrscheinlich besser, alles wird gut. Irgendwann. Nicht für jeden, das ist klar. Aber wenn man sich ein bisschen anstrengt und nicht vorzeitig den Kopf in den Sand steckt, dann glaube ich, dass man das gut schaffen kann, die Zeit zu überstehen. Wie gesagt, es ist nicht einfach. Für einige ist es sehr schwer, für andere ist es leichter. Wie immer. Ja, wie beende ich mein Jahr? Ich denke mal, gestern Abend habe ich gerechnet, dass ich es noch schaffen kann, in diesem Jahr die 7000 Kilometer zu erlaufen. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen kürzer laufen, jetzt Ende der letzten Tage des Jahres, bevor meine 10-Jahres-Streak erreicht sind. Aber es sieht so aus, als ob ich noch ein bisschen Kilometer laufen muss, weil mir fehlten gestern noch 89 Kilometer für die 7000. Und da ich ja so ein Zahlenfetischist bin, wollte ich gerne noch die 7000 zu Ende laufen. Ja, also bin ich dann heute auch wieder auf der 21-Kilometer-Tour und dann ist es entsprechend noch weniger. Jo, und dann folgt am 1. Januar mit dem Lauf des 1. Januars. So hoffe ich, dass mir nicht zwischendurch noch durch die Kandare fährt, dass ich das noch irgendwie schaffe, die 10-Jahres-Streak voll zu laufen mit täglichen Halbmarathon. Und im Schnitt, im Durchschnitt, ich bin ja viele Tage mehr gelaufen als Halbmarathon, auch mehrmals über Marathon hinaus. Und dadurch habe ich immer ein bisschen gut gehabt und konnte Krankheiten kürzer laufen. Jo, das beantwortet auch vielleicht einigen die Frage, was machst du eigentlich, wenn du krank bist? Dann laufe ich halt kürzer und auch nicht schnell. Ich laufe sowieso nicht schnell, also von daher ist das nicht vergleichbar mit den Wettkampfläufern. Aber mein Motto ist ja auch Lebenslauf, kein Wettkampf. Ja, und dann stehen auch bald die 80.000 Kilometer in der Streak an. Da fehlt auch nicht mehr viel, noch knappe 1000. Und dann ist auch bald, ja, das sind dann 150 Kilometer später oder 156 Kilometer später, also die zweite Erdumrundung in der Streak an. Das heißt, das ist alles nicht mehr so weit weg und von daher mache ich es vorsichtig, um das nicht zu gefährden. Und ich möchte natürlich meiner Vision folgen und auch in Zukunft weiterlaufen. Ja, also nochmal euch ein schönes Jahresende, einen guten Übergang ins neue Jahr. Vielleicht hört und sieht man sich ja zwischen den Jahren nochmal, sagt man ja so. Und alles Gute, schöne Weihnachten, lasst euch reich beschenken, bleibt gesund. Bis dahin, tschüss, euer Laufclown.